Hey, na? Willkommen zu dem Game, wo ich sehr auffällig schon seit ewigen Folgen absolut gar keine Ahnung habe, wo ich hin muss und was ich machen soll. Aber wir machen Sachen zusammen hier in Elden Ring. Wir stehen hier mal wieder, so wie es aussieht, vor einem Bossraum. Bitte nichts sehr Ungemütliches. Okay, ist der krass oder ist das ein Joke? Mhm. Der haut halt... Ist euch mal aufgefallen, dass sowas hier in jedem dieser Räume ist? Der war schon echt low, oder? Das war so ein richtiger Lowbird, Alter. Haben wir alles in dieser Höhle gesehen, ist meine Frage. Ich habe mir Gedanken gemacht, weißt du? Sind wir bereit für diesen Kampf? Und so weiter und so fort. Halt die ganzen Sachen, die man sich so fragt. Genau, hier ging es nicht weiter. Da oben... Ich muss kurz gucken. Sind wir jetzt diesen... Welchen Weg sind wir gelaufen? Wir sind den Seitenweg gelaufen. Ah. Oh, Freunde, dann geht's doch hier noch weiter, oder? Sprungangriff immer noch am besten bei denen. So, eine goldene Rune. Besseres Fleisch. Okay, verstecken muss ich mich jetzt nicht mehr. Der weiß, dass wir da sind. Hier ist einfach überall was. Und wenn du denkst, da ist nichts mehr, dann ist da noch. Nochmal was. Einfach nur, um dich kaputt zu machen. Großer Schimmersteinüberrest. Cool. Okay, dann haben wir jetzt... Dann haben wir jetzt aber wirklich die ganze Höhle gesehen, ne? Ja. Ich hatte gerade überlegt, das Teil, wo wir runterspringen wollten vom Fahrstuhl, das haben wir uns ja auch angeguckt. Ja, krass. Ähm...
Also die Minen, die lohnen schon. Halt für diese ganzen Schmiedesteine, ne? Meine Frage ist, ob das respawnt. Ich glaube nämlich nicht. Aber wir hatten noch so eine andere Schmiede, fällt mir gerade ein. Wisst ihr, dass mir die ganze Zeit in den Fingern juckt, zu gucken, wie weit wir jetzt mit den Drachen kommen würden? Oder? Was ist eigentlich der Anker? Ist das eine Waffe? Ja, ist eine Waffe. Rostiger Anker. Okay. Die Rüstung der Verbannten sieht so cool aus. Ihr wisst ja, ich bin in den ganzen Souls-Teilen lieber mit irgendwelchen lustigen Sachen rumgerannt. Aber hier sowas wie den Narrenkönig, den wir da damals gemacht haben, sowas haben wir hier halt irgendwie nicht, oder zumindest noch nicht. Ich weiß es nicht, ob das kommt. So, wo könnte hier noch was sein? Das hier sieht nach irgendwas aus, ne? Oder das hier, was ist das? Das Dorf der Verdammten. Das verdammte Dorf! Okay, müssen wir bloß rausfinden, wie ich da hochkomme. Wahrscheinlich hier irgendwie. Oder auch nicht. Zack. Oh, hier ist eine Brücke. Das ist ja cool. Was sind das eigentlich für Duden? Für Duden? Die finden wir immer total vereinzelt, aber... Haben die irgendeine Bewandtnis? Haben die ein Lore? Warum gibt's da immer nur einen von? Warum kommen die nicht im Rudel? Das ist meine Frage. Gut, ich glaube, wir sind gar nicht richtig, ne? Wir müssten hier irgendwie auf den Berg hoch. Okay. I take it. Von oben runter geht ein Weg. Aber geht ein Weg hoch, ist meine Frage. Ich weiß sogar, wo wir sind. Hier ist der Durchgang. Sind wir nie hier lang geritten? Ey, das ist doch fucking mindblowing, oder? Egal, wo du lang gehst, da ist immer irgendwas. Was ist das schon wieder?
Okay, ist einfach ein leerstehendes Haus oder was? Sehr suspicious. Freunde. Wollte gerade sagen, das klingt doch sehr nach Ratten. Nach Ratten mit Zigaretten im Mund. Zumindest haben wir alle. Oh, was ist das? Auge von Yllul. Dude. Waren wir hier jemals schon? Das sieht so krass aus hier. Was ist das, Alter? Resident Evil. Du, Bock gehen mit dir ab. Dude, das ist eine Kirche von Kalu? Da ist auch eine Rattenmutti. Die rasende Flamme. Aber... bekommen wir trotzdem eine Träne von Mara? Ist doch hier Mara, oder? Heilige Träne? Nice. Unfucking fassbar nice. Okay. Ich weiß, ihr wollt, dass wir das Dorf der Verdammten da unten angucken. Das machen wir auf jeden Fall. Warum da so Typen sind, Alter, die einfach mal aus ihren Augen rausschießen. Das leidende Dorf. Bald nicht mehr. Ich meine, obviously stimmt irgendwas nicht mit den Dudes. Die sind wahrscheinlich alle durchgedreht, weil die Türen überall zu sind. Holzschild des Flammenwappens. Ich hab's schon mal gesagt und ich werde es immer wieder sagen. Die ganzen From Software Games brauchen so ein Transmog. Am besten sowas. Ey, das beste Transmog-System, und das muss man einfach zugeben, hat immer noch World of Warcraft, Alter. Das ist das beste Transmog-System. Und ich bin der Meinung, jedes Game... Ah, okay, ich verbrenne mich. Ich dachte, da geht irgendwas kaputt.
Goldschimmernder Code. Okay. Ich meine, wenn du sowas hast, bitte geh zum Arzt. Okay, Freunde, ich weiß, ich bin ein bisschen ruhig, weil ich echt nicht weiß, was ich hier mit diesem Dorf und so anfangen soll. Das macht mir doch eher Sorge als alles andere. Und nebenbei gehe ich die ganzen Sachen durch, die man mir halt so erzählt hat über das Game auch. Wir wissen ja nun schon, dass es irgendwie auch Gegner gibt, die nur nachts da sind, also vor allen Dingen auch Bosse und so. Und es soll noch ein paar Bosse geben, die auch nur nachts da sind. Und zwar in einem Bereich, wo wir eh schon unterwegs waren. Oh, guck mal. Dude. Das ist wieder so ein Moment, wo Leute sagen, Alter, ich habe eine, Komplettlösung vor mir liegen. Waren wir da drüben schon? Ich finde es einfach cool, dass wir so nach und nach, obwohl wir durch alte Gebiete laufen, immer noch was Neues finden. Was war das? Okay, aber was mit dem leidenden Dorf? I don't know, vielleicht müssen wir hier nachts herkommen. Ich meine, hier muss irgendwas sein, weil ich sehe gerade, hier ist auch so eine Mara-Statue in der Nähe. Hier sind Adernblätter. Ah. Das leidende Dorf. Das ist stranger shit, Alter. Ich bin noch nicht gewillt, aufzugeben, hier irgendwas zu suchen. Hier muss doch was sein. Oder? Das leidende Dorf. Und dann ist da nichts? Nein! Was ich jetzt suche, ist den Ort der Gnade. Dass ich da hingehen kann und dann vom Ort der Gnade aus halt ein bisschen warten, bis Nacht ist und dann nochmal ins Dorf der lebenden Konfetti-Menschen. Wisst ihr, was ich krass finde? Also so viel wird oben auf dem Radar angezeigt, aber so ein Ort der Gnade wird halt gar nicht angezeigt, ne? Das wundert mich schon ein bisschen. So, Flasche verstärken. Große Runen. Im Menü für große Runen, könnt ihr große Runen ausrüsten. Wer hätte das gedacht? Deren Macht wiederhergestellt wurde. Mit einem Runenbogen aktiviert ihr... Das haben wir ja schon rausgefunden. Ne, wir können jetzt die große Rune ausrüsten. Aber es bringt uns nichts. Ne, die wird jetzt oben links angezeigt.
Aber solange, wie wir keinen Runenbogen genutzt haben. Komm, schaffen wir das? Wie viel brauchen wir? Ich glaube 23.000 oder sowas. Ich habe das Gefühl, 23.000. Ich habe das Gefühl, dass die Anforderungen in dem Game ein bisschen Loco en el Coco sind, Alter. 800, das ist ja Wahnsinn. Pass mal auf, da sind wir genau drunter, ne? Oh, du pimmeliger Pimmel, Alter. Okay, wir pennen bis nachts und dann gucken wir uns dieses komische Dorf nochmal ein bisschen an. Spooky time. Nichts Ungewöhnliches erkennen. Boah. Hier geht's runter. Aber das ist das, wo wir hochgeritten sind, ne? Ich mag das, wenn man mich anruft und dann einfach eine halbe Stunde klingeln lässt. Dude, leg auf! Hat gehört. Das ist dumm, was ich hier mache. Dude, lass mich in Ruhe! Zweiundzwanzigtausend Seelen! Seelen. Das ist viel.
okay. Aber ist kein Problem, wir holen uns das einfach wieder. Okay. Wir haben die Seelen wieder. Und ich würde auch sagen, wir haben quasi direkt so gut wie genug. Wie zum Fick komme ich hier wieder weg? Um da runter zu springen, oder? Was ist das? Warum denke ich, wie zum Fick komme ich hier wieder weg? Wenn ich mich doch einfach wegteleportieren kann. Was zur Hölle ist denn mit meinem Kopf los? Wir schieben jetzt alles auf den Anrufer. Auf den unbekannten Anrufer. Der es einfach gewagt hat, mich anzurufen. Einfach so. Während ich aufnehme. Das ist eine Frechheit. So. Also. Zack. Kirsche von Eilet. I love it. Beste Kirsche. Wunderbar. Santa Claus ist da. Man kann entspannen. Ah, it's you again. Always a always a pleasure. Always Verbrecher. Okay, ja, die Handbücher haben wir alle. Goodbye for now. Schmiedetisch können wir eh nichts machen. Warte mal, ich glaube, wir haben genau genug. Oh, dude. Ist das geil? Guck mal, und jetzt mache ich Handys Job, Alter. Freunde, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Elden Ring. Hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Dir noch einen schönen Tag. Haust rein. Bye, bye.